Hallo Freunde und willkommen zur nächsten Folge von Frostpunk. Ein kurzer Blick in die Wirtschaft verrät uns, dass alle Krankenhäuser oder unsere Sanitätsstationen voll ausgelastet sind, aber wir haben 10 in Behandlung, es ist keiner unbehandelt und wir haben keine Toten zu verzeichnen. Die Nahrungsversorgung ist kritisch, sage ich jetzt mal. Wir kommen gerade so über die Runden mit der aktuellen Strategie. Aber wir erzeugen auch aktuell Suppe, was wiederum Unzufriedenheit erzeugt. Aber dank der Suppe haben wir halt genug Nahrung, sonst hätten wir halt nur die Hälfte. Und das wäre ganz schön scheiße. So, die anderen haben keinen direkten Verbrauch, aber Kohle läuft auch. Also, wir haben es auch fast geschafft. Die Temperatur wird steigen in den nächsten Stunden. Und das bedeutet, dass wir den Kohleverbrauch wieder rapide reduzieren können. Jetzt haben wir hier gerade, sehe ich, noch Obdachlose. Aber wir bauen auch noch hier, also es werden auch noch Häuser gebaut, das ist cool. Die Leute sind wie folgt aufgeteilt. Wir haben also in der Jagdstation noch 15, wir haben 10 Stück in der Sägerei, im Sägewerk. Dann haben wir die meisten in der Kohleproduktion, wie man sieht. Und dann jeweils noch 5 Ingenieure in den Werkstätten zur Forschung. Jeweils 10 Arbeiter in unseren, was ist das hier, in unseren Gewächshäusern. Jeweils 5 Ingenieure in den Sanitätsstationen und dann nochmal eine Kombination aus Ingenieure und Arbeiter in der Küche sowie 10 Mitarbeiter im Stahlwerk. Wir haben leider keine Dampfkerne mehr, das heißt, mit der Forschung ist jetzt so eine Geschichte, denn wir haben eine neue Forschung, die wir jetzt auswählen müssen. Metall und Holz steht uns reichlich zur Verfügung, aber Dampfkerne haben wir halt nicht mehr. Wir können jetzt hier die letzten Forschungen noch in einem Baum Nummer 1 machen oder aber wir investieren direkt Kohle, um schon eine Stufe tiefer zu gehen. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben auf jeden Fall noch Rohstoffreserven zur Verfügung, also Lagerung. Ich glaube, das sehe ich hier nirgendwo, wie viel ich noch einlagern kann. Kapazität, da unten sieht man das super. 1800 können wir aktuell davon einladen. Von Holz und Metall können wir noch genug einlagern. Davon auch. Und der andere Kram hat sowieso nichts. Das heißt, das passt. Erträglich, ja, das sieht man auch hier cool. Die Temperaturen, die da sind, ist alles super für die Leute. Auf jeden Fall ausreichend. Temperaturtechnisch sieht es auch gut aus in dem Dorf, abgesehen von denen hier. Da sollten wir vielleicht die Heizung mal anstellen. Denn wenn die Leute frieren, können sie krank werden. Da oben ist das Kacke. Da muss eigentlich noch ein Dampfkern hin. Das heißt, wir sollten mal ein unter Technologie Dampfzentrum da oben hinbauen. Damit die Leute sich da nicht den Arsch abfrieren, weil das halt Kacke ist, wenn die frieren. Können sie krank werden, wenn sie krank werden. Verliere ich Arbeitskräfte, bla bla etc. Kann man sich ja denken. Okay. Welche Forschung empfiehlt es sich noch? Also Rohstoffaufwertung brauche ich aktuell nicht. Gebunden ist diese aber im großen Lager. Okay, und dann hat sich das erledigt. Hier können wir Sammelstellen, Wärmedämmung machen. Das ist für die unteren Sammelstellen beim Kohlewerk ganz gut. Dampfkern, Dampfkohlegenerator, okay. Das sehen wir später. Kohleabbau, Mauerbohrer. Die anderen Sachen sind wie gesagt schon erforscht, also machen wir jetzt entweder das hier oder halt den Mauerbohrer. Erstmal, Mauerbohrer erzeugt, was macht er denn? Bohrt in die Wände unseres Kraters, ach ja, legt Bäume frei für mehr Holz. Liefert bis zu 100 Holz pro Standardarbeitstag. Ja, cool, Holz ist sowieso so eine Geschichte. Da kommen wir auch recht schnell im Mangel immer wieder. Und hier haben wir natürlich Kohle. Kohle ist sowieso immer Mangelware. Aber wir haben aktuell eine gute Lösung für Kohle. Also, ach scheiße. Ich sehe gerade, ich kann das nicht erforschen. Dafür brauche ich einen Dampfkern. Das kann ich auch nicht erforschen. Dafür brauche ich einen Dampfkern. Ich könnte also noch das erforschen. Dann mache ich doch lieber die Zeichen... Ich wollte gerade sagen Zeitmaschine, was? Nein, die Zeichenmaschinen. Das kostet mich richtig was. Aber ich muss auch aktuell nichts bauen. Also läuft das. Noch 7 Stunden, bis die Leute zurückkehren und die bringen Nahrung und Holz. Perfekt. Aber wie gesagt, mit der Nahrung komme ich aktuell zurecht. Also kann die Zeit hier mal ein bisschen schneller laufen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes machen soll. Der Laden läuft. Ich hatte immer Schiss, aber es läuft. Wir haben 13 Überstunden, das ist in diesen Bereichen. Aber sobald das mit der Temperatur gleich geregelt ist, können wir das auch wieder ändern. Das heißt, die Überstunden hier alle rausnehmen. 13 mal Überstunden ist natürlich echt bitter. Ihr kommt gut zurecht, ne? Ihr kommt gut zurecht. Ach, ich mache mir gerade Sorgen wegen der Kohle. Oder eine Pause machen, nochmal auf die Wirtschaft gucken, wie es mit der Kohle aussieht.
Es ist haarscharf. Es ist haarscharf. Das wird jetzt haarscharf sein. Oh, wir haben ein neues Gesetz. Deswegen hat es gerade dieses Geräusch gegeben. Wir können ein neues Gesetz verabschieden. Okay, ich bin immer noch, was das angeht, bin ich immer noch unschlüssig. Dann haben wir jetzt Duellgesetz, das kommt auf keinen Fall in Frage. Jetzt kommt das Freudenhaus. Unsere hart arbeitenden Einwohner verdienen alle Entspannung, die wir ihnen bieten können. Und manche von ihnen treibt die Fleischeslust um. Yeah. Prostituierte können im Wirtshaus arbeiten, um die Unzufriedenheit weiter zu minimieren. Hoffnung sinkt leicht. Ja, weil es bestimmt kein schöner Job ist. Und dann haben wir Schnaps. Wir können den Einwohnern gelegentlich etwas Alkohol geben, um ihre geschundenen Körper und Seele zu beschwichtigen. Jede Mahlzeit mindert die Unzufriedenheit etwas. Das Verzehren von Suppen verursacht weniger Unzufriedenheit. Aber das erhöht doch die Dings, ne? Das erhöht doch die... Das erhöht doch bestimmt meine grundsätzliche... Ach egal, wir machen es einfach. Alkohol! Ja, es gibt was zu saufen. Ich muss noch ein Dings bauen. Was sagen Sie dazu? Was sagt ihr dazu, Leute? Was sagt ihr dazu? Ein Glas am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und ein schönes Besäufnis hat mir wirklich gefehlt. Ja, super geil. Und jetzt kriegt ihr natürlich noch, denn ohne das geht's nicht, das Wirtshaus. Können wir es bauen? Haben wir das Material dafür? Ja klar, sonst wäre das ja ausgegraut. So. Ach, guck mal, es passt hier perfekt noch rein. Dann sollte ich es wohl da hinsetzen. Hier würde es auch perfekt hinpassen. Die Idealplanung oder die perfekte Planung ist so eine Sache in dem Spiel. Man kann das bestimmt noch besser machen. Ich habe hier zum Beispiel was verloren. Ja, das ist halt... Ist halt so, ne? Man kann es nicht perfekt hinkriegen. Aber ich setze auf einmal... Ich setze es einfach hin. Ja, ich setze es einfach dahin. Man könnte auch ein Krankenhaus da hinsetzen, aber das kann ich irgendwo anders hinkommen später. Spielt keine Rolle. 10 Mitarbeiter wird es fordern. Ah, scheiße. Das Wirtshaus wird 10 Mitarbeiter fordern. Hm, viel kann ich da nicht reinsetzen. Die Nacht muss rumgehen, Leute, denn mir geht die Kohle aus. Noch eine Stunde, dann ist die, sind die Leute zurück hier, die Späher. Was ist passiert? Achso, der Tag bricht an. Ja gut, könnte mal schneller laufen. Speer Nummer 1, Einheit Nummer 1 sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Es wird auch Zeit, dass ich eine neue Gruppe rausschicke. Das kann ich jetzt gleich machen, wenn die Geschichte hier abgelaufen ist. Du kannst die Speergruppe bei der Signalstation... Ja, genau. Okay, super. Wir warten. Ihr kriegt jetzt einen neuen Auftrag. Ab zur Stahlbrücke. Jetzt wird's... Jetzt geht's damit weiter. So. Es wird Zeit. So, jetzt bitte die Temperatur bitte nach oben. Was ist das? Es ist gar nicht so schlimm. Ein neuer Morgen bringt neue Hoffnung und wir müssen noch viel mehr arbeiten, aber immerhin gibt es fast täglich, keine Ahnung. Habe ich zu langsam gelesen. Ist mir schon so öfters passiert. Boah, das mit der Kohle passt gerade so. Jetzt geht es langsam wieder auf. Oh, jetzt fällt die Temperatur. Es fällt die Temperatur. Oh, Gott sei Dank. So. Dankeschön, dass die Temperatur gefallen ist. Jetzt können wir hier das wieder ändern. Und zwar indem wir... Oh, die sind jetzt alle super heiß hier. Jetzt ist die Frage, ich muss mal eben checken. Also hier oben, das können wir auf jeden Fall so machen. Rein theoretisch. Können wir kurz weiterlaufen. Da ändert sich nicht viel. Jetzt müssen wir natürlich checken, wie das ist mit dem Kohleverbrauch. Aktuell haben wir halt diese Situation. Und das ist richtig krass. Wir verbrauchen 1482 Kohle. Was passiert denn, wenn ich Folgendes mache? Ich setze das Dampfzentrum auf Stufe 1 wieder zurück. Ich schalte die Dinger hier aus. Und schalte dafür die Heizung an. So. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie es passiert, wie sich das verhält. Ah, das ist schlecht. Das ist zufriedenstellend. Jetzt geht es wieder ein bisschen höher. Okay. Okay. Ein bisschen Zeit. Lass uns ein bisschen Zeit vergehen. So, das dürfte ausreichen, hoffe ich. Und dann gucken wir wieder auf die Wirtschaft.
Ah, hier, was ist das? Kampfarena ist zu kalt. Und die Wirtschaft sagt, boah, ist ja enorm. Das ist ja enorm. Liegt das nur an dem hier? Können wir auch nochmal testen. Wir setzen ihn wieder auf Stufe 2. So. Wieder auf Wirtschaft gucken. 1130, das habe ich jetzt, mir habe ich den Wert nicht gemerkt. 1130. Mal gucken, ob sich das hier noch ändert. Nein. Dann setzen wir den wieder runter auf Stufe 1. Und dann sind wir auf 700. Das ist ein Unterschied von 400 fast. Doch, ist ein Unterschied von 400. Okay, was ist denn, wenn ich stattdessen 400 haben wir jetzt gespart. Ich muss jetzt nochmal gucken. Und zwar drehe ich das Ganze nochmal. Ich stelle die Dinger hier wieder an. Und stelle die Heizungen wieder aus. Wir waren gerade bei 690 irgendwas. Der ist immer noch zu kalt, da muss ich noch was ändern. Wir sind bei 690 gewesen. Was ist mit den beiden? Die müssen wahrscheinlich, ne? Ja, ihr braucht. Okay, ihr braucht. 690 und jetzt haben wir 762. Also ich kann es besser anscheinend mit den Heizungen machen. Die Heizungen verbrauchen grundsätzlich weniger. Okay, so, jetzt haben wir Extremkohleüberschuss, den wir machen. Und weil wir Extremkohleüberschuss machen, steht hier 700, war nicht 96 vorhin. Da habe ich noch einen Dampfkern angelassen, den ich nicht brauche. Was ist mit den beiden? Geht das auch? Ne, es geht anscheinend nicht. Das reicht hier nicht. Ne, das reicht einfach nicht. Okay. Ja, seltsam. Irgendwas ist mit dem Wert gerade seltsam. Ich verstehe das gerade nicht. Hä? Ich habe das doch gerade schon mal gemacht. Ist der immer noch auf Stufe 2? Ne, Stufe 1. Und jetzt sind wir bei 700. Was soll der Quatsch? Kurz ein bisschen schnell laufen lassen. So, nochmal gucken. 770. Mhm. Habe ich was übersehen? Ich ändere es nochmal. Und jetzt haben wir 762. Okay, was, welche Rassen nicht? Egal. 762 ist cool. Zeitmaschine ist. Ach, Zeitmaschine. Zeichenmaschine erforscht. Das heißt auf jeden Fall, wir produzieren jetzt viel mehr Kohle, als wir brauchen. Und das bedeutet, dass wir hier Leute rausnehmen können. Auf jeden Fall. Die können jetzt hier alle raus erstmal. So, die auch. Dann könnte ich eine neue Speertruppe erstellen. Das machen wir auch. Wobei, jetzt aktuell ist es Verschwendung gewesen, denn jetzt müssen wir sowieso warten. Ah, es war voreilig. Egal, wir werden sowieso in Kürze, sobald die was entdeckt haben, werden sich wahrscheinlich neue Möglichkeiten offenbaren. Hoffe ich zumindest. Sonst habe ich gerade Leute verschwendet. In der Zwischenzeit können die übrigen Stahl produzieren. Wobei ich echt genug Stahl mache. Ich sollte eigentlich mehr Holz produzieren. Und wir brauchen eine neue Forschung. Wir können eine neue Forschung erforschen. Jetzt ist die Frage, ja super, hier ist auf alle Fälle nicht so viel mit Dampfkern. Die Kosten sind zwar hoch, aber die Dampfkerngeschichte ist niedriger. Gibt es schon eine neue Kälteperiode? Ja, um eine Stufe. Ach, eine Stufe ist ein Kinkerlitzchen, da kommen wir gut mit klar. Jetzt müssen wir erstmal gucken, jetzt muss ich erstmal kurz gucken, was ich am besten als nächstes erforsche. Also die neuen Forschungen verraten mir, dass die Kohleproduktion, die ich erzeugen soll, erheblich nach oben geht. Wir haben alle möglichen, also wir haben einige Sachen hier für Kohle, für Heizung, die mehr Kohle verbraucht.
Dann haben wir hier Fabriken und so weiter, die wahrscheinlich Kohle verbrauchen wegen Dampf, den sie zusätzlich brauchen. Wärmedämmung ist natürlich super, um eventuell dafür zu sorgen, also ist super, weil halt, ne, ist klar, das Wärmedämmung erklärt sich selbst. Aber dann kommen Sachen wie Dampfkohlegenerator, Dampfsägewerk, Dampfstahlwerk, das wird alles Kohle verbrauchen. Hier haben wir wieder Dings, Wärmedämmung, fliegende Jäger, das ist auch gut, das nehme ich vielleicht als erstes, dann verbrauche ich 5 weniger Leute für mein Dings, für mein Jagdgebäude, für meine Jagdhütte. Und die anderen Jagdhütten könnte ich abreißen und später fliegende Jäger benutzen. Hier wieder Wärmedämmung. Das Krankenhaus ist leider, braucht leider einen Dampfkern. Das ist derzeit raus. Und noch mehr Wärmedämmung. Ich bin mir noch recht unschlüssig, deswegen werde ich erstmal die Jagdtaktik nehmen. Dass ich halt 5 Leute mehr zur Verfügung habe. So. Dann kann es weitergehen. Ich weiß nicht, wieso es immer noch rot ist. Es sollte nicht mehr rot sein. Es geht ja jetzt steil nach oben damit. Alle Leute sind besetzt, beziehungsweise sind in Arbeit. Dann gucken, wie sich das hier weiter verhält. Aber es sieht gut aus. Ah, hier, das hier sieht nicht gut aus. Obwohl, da arbeitet ja keiner mehr. Da arbeitet ja keiner mehr. Kann ich die Heizung hier ausschalten? Das wird hier auch noch weiter Kohle einsparen. Kampfarena. Die kalte Kampfarena. Ja, wer kämpfen kann, der kann auch frieren, ne? Die Kampfarena. Mal sehen, wie sieht es denn aus mit Gebäuden? Brauche ich irgendwas? Sollte ich irgendwas in nächster Zeit mal bauen? Bin ich echt unschlüssig. Ich bin echt unschlüssig, was ich als nächstes bauen soll. Wir sind Tag 12, ne? Sieht gut aus. Man sollte aber eigentlich nicht aufhören zu bauen. Die Sachen werden auf jeden Fall auch teurer in der Produktion. Das haben wir auch gesehen in der Forschung. Guck mal, wie viel Nahrung ich habe. Ich kann bald nicht mehr viel. Ich kann bald nicht mehr. Das ist ja wegen der Dings. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich denke so, was ist denn da kaputt? Ich könnte anfangen, Baracken zu bauen. Wir bauen mal ein paar Baracken. Wir gucken mal, wie sich das verhält. 2 Stück. Einfach mal gucken, wie sich das verhält. Was das bringt. So, ich glaube, ich brauche noch ein Kinderheim. Oder hatte ich schon, ne? 4 bis 7 Kinder, genau. 4 von 7 von 15, genau. Jetzt habe ich kein Kind mehr, das obdachlos ist. Essen im Kinderheim, geht essen, geht Kinderheim, geht spielen, geht essen. Genau. Genau. Okay. Jagdtaktiken erforscht. Jagdhütte benötigt 5 Leute weniger. Juhu! Okay, nächste Forschung. Bestimmt würden einige von euch empfehlen, erstmal die ganzen Wärmedämmung zu machen, denn die arbeiten für sich selbst. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch welche, die sagen, pass mal auf, du musst erstmal deine Kohlegeschichte hier am Laufen kriegen. Ich hatte noch den, den Mauerbohrer kriege ich nicht. Kohlemeiler. Ja gut, dafür braucht halt Holz, ne? Weiß ich nicht. Und die anderen Gebäude kosten wieder mehr Leute. Und ich habe keine Leute. Das könnte ich noch machen, auf jeden Fall. Speerschlitten. 50% höhere Speergeschwindigkeit. Auf jeden Fall. Das ist zu empfehlen. Da gehe ich ganz stark von aus. So, jetzt haben wir unsere 2 Häuser hier. Da passen jetzt 10 Leute rein. Hier passen auch 10 Leute rein. Das hat sich also nicht geändert. Schade. Ich hatte erwartet, ich hatte gehofft, dass hier mehr Leute reinpassen. Die Dinger fressen einfach nur Kohle und sorgen dafür, dass es hier drin halt wärmer ist. Ja. Es ist halt grundsätzlich warm in den Buden. Ja, nichtsdestotrotz. Müssen wir für alle bauen, ne? Müssen wir für alles machen, aber teuer. Teuer, teuer.
Kannst du das 7 Mal machen, dann bin ich so gut wie blank. So, jetzt sind wir erstmal blank. Lass jetzt mal laufen. Gibt ja morgen neues Dings, neues Geld. Obdachlos. Hoppla. Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Warten. Ach ne, die warten immer noch. Die warten, bis wir ein bisschen schwarz werden. Ach ja, genau. Wir haben noch die Unzufriedenheit. Wir können ja, wir machen jetzt Kohle ohne Ende. Das heißt, wir können hier die Überstunden eigentlich ausschalten. Das erste. Das steigt auf jeden Fall auch wieder die Hoffnung. Die Unzufriedenheit geht runter. Jetzt haben wir noch 5 mal Überstunden. Das sind einmal die hier. Ich denke, beim Stahlwerk mache ich Überstunden. Ja, Stahlwerk und Holzproduktion mache ich auch Überstunden. Aber das muss so bleiben. Die haben keine Überstunden. Dann gucken wir uns mal die Wirtschaft schnell an. Sieht gut aus. Und Nahrung. Nahrung ist knapp. Das heißt, hier sollten wir Überstunden machen. So. Und dann brauche ich auf jeden Fall Rohstoffe, Sammelstellen. Nein, nein, das ist falsch. Ich brauche Rohstoffdepots. Kann ich aber aktuell nicht bauen. So, jetzt aber. Jetzt aber ein neues Rohstoffdepot. Ich habe immer noch 5 Leute über sich gerade. Stecken auch hier rein. Und dann wird es bald mal Zeit, ein neues Sägewerk zu bauen. Hier bietet sich das gut an, ne? Einmal ein Sägewerk. Aber ich habe sowieso aktuell nicht genug Leute. Nichtsdestotrotz werden wir das trotzdem bauen. Eins haben wir schon. Verbraucht das die Bäume eigentlich mit der Zeit? Könnte sein, oder? Alles kriege ich nicht. Alle kriege ich nicht. Wir bauen trotzdem Sägewerk. Es kostet nichts. Super günstig. Straße hinbauen. Das ist natürlich wieder ungünstig mit den Straßen. So. Da, 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 da. Und Volldampf. Speergeschwindigkeit erforscht. Ja, super. Nächste Forschung, bitteschön. Außen. Ah, was mag das sein? Das ist sau teuer. Wahnsinn. Dampfzentrum Reichweite. Doppelte Kohleverbrauch. Wahnsinn. Effizienz. Weniger Kohleverbrauch. Das machen wir auch. Erstmal diese Grundsachen, erstmal diese Grundfähigkeiten. Wenn wir Sachen haben, wo wir Prozente sparen können, ist es immer gut, wenn man das als erstes macht. Denn wenn du ein Prozent sparen kannst, dann ist es natürlich, je länger du das hast, desto effizienter ist es. Okay, Freunde. Da. Brücke nach Winterheim. Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887 nach Christus. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automat komplett schneefrei gehalten. Automaton. 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 Okay. Erforschen. Noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführt. Und den Automaton, der auf ihr Schnee stülpte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zur Stadt zu schicken oder ihn für Rohstoffe einzusetzen, auseinanderzunehmen. Oh. Oh.
Verdammt, was mache ich denn? Der Automaton wird unsere Stadt von allein sicher erreichen. Oh je, das ist jetzt heftig. Ein Automaton. Was wird ein Automaton tun? Also der hat hier automatisch Schnee freigehalten. Das heißt, der wird wahrscheinlich automatisch zum Beispiel Holz abbauen können. Ich brauche keine Leute dafür. Auf der anderen Seite brauche ich unbedingt Dampfkerne. Oh, das ist scheiße. Ich brauche Dampfkerne. Die brauche ich unbedingt sogar. Ohne die komme ich gar nicht voran. Also ich meine, klar komme ich voran, aber die ist das Krankenhaus zum Beispiel. Ohne Dampfkerne kann ich es nicht bauen. Wie oft werde ich wohl so einen Automator noch finden? Aktuell läuft es. Aktuell habe ich auch genug Leute. Und ich weiß nicht, wie effizient der ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich zerlege das Ding, oder? Weil Dampfkerne. Ich denke, die Dampfkerne sind geil. Ich werde bestimmt noch einen finden. Aber ich könnte dann schon mal ein Krankenhaus realisieren. Verdammt. Oh, das ist nicht einfach. Ich nehme die Dampfkerne. Jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich es gemacht. Egal. Wir deaktivierten den Automaten und nahmen ihn auseinander. Dadurch erhielten wir eine ordentliche Menge an Rohstoffe, 2 Dampfkerne. Der Stahl ist nicht so wichtig, aber die Dampfkerne. Als wir damit fertig waren, lagerte sich die erste Schneewehe auf der nun leeren Brücke ab. Ja. So kann's gehen. Großer Konvoi, Wetterwarte. Zuerst mal den großen Konvoi. Und ihr habt jetzt natürlich Rohstoffe dabei. Jetzt ist die Frage, schicke ich die erst zurück mit den Rohstoffen, die ich brauche? Oder schicke ich sie weiter und riskiere sie zu verlieren, weil ich gehe jede Wette ein. Da wird früher oder später irgendwas passieren, dass du die verlieren kannst. Ich habe keine Ahnung. Das Risiko ist mir zu groß. Wir spielen ein Postnuklear, Postapokalypse-Game. Was passiert hier noch? Die Suche nach anderen Städten. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung. Aber die Leute bekommen Angst. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Ja, das werdet ihr. Und wir gucken auf die Uhr und die Uhr sagt, es ist vorbei. Das war eine weitere Folge von Frostpunk. Sehr organisatorisch. Man hat nicht viel zu tun in dem Spiel. Man muss immer aufpassen. Und weil wir es noch nie gespielt haben, oder weil ich es noch nie gespielt habe, ist natürlich die Überraschung groß. Für alle möglichen Geschichten, die da kommen können. Aber das macht das Spiel auch wirklich spielenswert. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Spaß, sich sowas anzugucken. Das mache ich auch gerne bei anderen Games. Du zockst einfach nicht alles. Manche Sachen guckt man einfach mal gerne mal rein, ne? So ist das. Was ist noch passiert? Oh, wir können noch ein Gesetz verabschieden. Super, wir können beides machen. Wir können sogar das Freudenhaus noch machen. Aber jetzt entscheiden wir uns für Zusatzration für Kranke oder Überfüllung. Ach, das entscheide ich beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.